Hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück zu den witzigen Sexgeschichten. Es ist mittlerweile schon 3 Wochen her, dass ich den ersten Part gemacht habe. Und da kam eigentlich relativ gut an und da habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir jetzt weiter. Eigentlich möchte ich diese Formate viel, viel öfter machen. Ich kam irgendwie leider nicht dazu. Ich habe ja mittlerweile für sehr, sehr viele Formate. Hier noch kurz zu diesem Gameplay. Hier wird wieder Team Deathmatch gespielt auf der Map Operation Locker. Und das Gameplay endet bei 200 Tickets, weil ja, dieser Server bis 300 geht. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, bei 200 Tickets hören wir auf. Und jetzt geht weiter mit den lustigen Sexgeschichten, mit den witzigen Vorkommnissen aus meinem Büchlein. Und wir fangen mal an mit verantwortungsbewussten Nachbarn. Gewalt in der Familie ist alles andere als unterhaltsam. Häufig genug schauen die anderen weg, obwohl ein Eingreifen erfordert werde. Eine ganz andere Geschichte weiß allerdings Peter M., seines Zeichen Polizist in Hameln, zu erzählen. Es ist ein friedlicher Samstagabend. Peter M. sitzt gemeinsam mit seinem Kollegen in der Dienststelle. In 10 Minuten beginnt die Sportschau. Für die ersten veritablen Prügeleien vor der Disco ist es noch entschieden zu früh. Und trotzdem meldet sich das Telefon und eine aufgeregte Frauenstimme erklärt, sie wollte sich ja nicht einmischen, aber in der Wohnung direkt neben mir. Und das Mädchen sei ja noch ganz jung, gerade mal Anfang 20. Und dieser Mann, den habe sie gestern das erste Mal bei ihr gesehen. Wie auch immer, die Arme schreit und jammert ganz furchtbar. Also keine Sportschau, denkt Peter M. und winkt seinem Kollegen, ihm zu folgen. Besonders mitgenommen wirkt die Frau, die ihm die Tür öffnet nicht. Höchstens vielleicht ein bisschen verlegen und definitiv nur äußerst notdürftig bekleidet. Peter M. und sein Kollege werfen sich einen kurzen Blick zu. Gut, dann jetzt das komplette Programm. Wenn schon keine Sportschau. Vielleicht hat ja drüben jemand geschrien, sagt die Frau und zeigt auf die Tür gegenüber. Hier war alles leise. Sie wird rot. Ob sie kurz hineinkommen dürfen, fragt Peter M. Die Frau tritt einen Schritt zur Seite, vielleicht ins Wohnzimmer. So wie Peter M.'s Kollege das sagt, ist es weniger ein Vorschlag als vielmehr eine Aufforderung. Und tatsächlich, da sitzt sie, die andere Hälfte der Ruhestörung. Er hat das Gespräch an der Wohnungstür offenbar nicht mitbekommen, denn im Gegensatz zu seiner Freundin ist er nackt. Jetzt nochmal zu dem Schreien, setzt Peter M. an. Sie werden verstehen, dass wir nicht einfach so als Bagatelle abtun können. Passiert das häufiger, dieses Schreien und Jammern, meine ich? Die Frau schaut an die Wand gegenüber. Nein, eigentlich... Peter M. kann förmlich sehen, wie der Mann sich einen Schubs gibt. Ich habe sie nicht verprügelt. Das sagen sie alle, erwidert Peters Kollege ungerührt. Wir müssen ihre Freundin eigentlich mitnehmen. Sie muss von einem Arzt untersucht werden. Aber wir haben nur... Den Rest verschluckt die Frau. Nur? Nur gar nichts. Aha. Eine Weile herrscht bedeutungsvolles Schweigen. Die Frau starrt auf die Wand. Der Mann aus dem Fenster. Die Beamten starten auf die beiden. Schließlich fällt Peter M. die Sportschau wieder ein, die immerhin noch eine halbe Stunde laufen dürfte. Und er sagt, geht das in Zukunft bitte etwas leiser? Das gar nichts. Szenen wie diese erlebt man als Polizist eher selten, erzählt Peter M. Und natürlich sei es 100-mal besser, einmal zu oft die Polizei zu rufen, als sich zum schweigenden Mitschuldigen zu machen. Aber irgendwas wollen wir bei Fehlalarm schließlich auch von der Sache haben. Fazit, randalieren beim Sex kann vielleicht Spaß machen, zieht aber gelegentlich unliebsame Verhöre nach sich. Das heißt, die zwei haben es so laut getrieben, dass die Nachbarin gedacht hat, die wird verprügelt. Ja, sorry, wenn ich mich ein bisschen verhaspel beim Lesen, aber das ist hier wirklich nicht so groß dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen reinzoomen kann. Wartet mal kurz. Ich müsste da noch ein bisschen... Ja, man kann reinzoomen. Sehr schön. Okay, aber das ist dann zu groß. Okay, dann lassen wir es doch wieder so auf Mittel. So, verantwortungsbewusste Nachbarn haben wir hinter uns. Jetzt kommt die nächste Geschichte, die ist ein bisschen länger. Platz 4 ist das, konstruktiver Sex. Auf einer einschlägigen Internetseite erzählt Evelyn Strunz folgende Geschichte. Sie hat bereits einer ganzen Reihe von Männerneurosen beim Sex verpasst. Sprüche wie, ist er schon drin, zählen noch zu den harmlosen. Aber warte mal, diese haben wir doch schon gehabt. Diese hatten wir schon. Ja, wenn ihr diese Geschichte zu Ende hören wollt, dann müsst ihr das vorherige Video gucken. Jetzt gehen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Sex, Lügen und Videos. Es gibt Menschen, die sich von außen betrachten, wenn sie sich selbst in einer bestimmten Situation vorstellen. Dissoziativ nennt man das. Hat eine Menge Vorurteile, so eine Perspektive und man kann sie auch beim Sex einnehmen. Heiner und Dore sind ein Paar, das sich optisch leicht erregen lässt. Sprich, die beiden schauen gerne gemeinsam Pornos. Das Schönste ist für sie aber auch, selbst beim Sex sich zu filmen und sich hinterher die Aufzeichnung
Aufzeichnungen anzusehen. Doris vergibt dabei gern Punkte an Heiner, während Heiner hauptsächlich sich selbst applaudiert. In letzter Zeit huscht dabei ab und zu Felix durchs Bild, der kleine graue Kater der Nachbarn. Einige Videos später wird klar, was Felix hier wollte. Lucrezia, die Katze des Pärchens, ist mittlerweile trächtig. Bis sie wirft, poppen Heiner und Doris munter weiter und halten das mit der Kamera fest. Als die süßen Kätzchen auf der Welt sind, schnappt Doris sich die Videokamera und möchte zur Abwechslung einmal nicht Heiner und sich, sondern die Kleinen filmen. Als die Nachbarin kurz darauf klingelt, um ihren Kater abzuholen, plaudern die beiden Frauen ein wenig. Haustiere sind ja schließlich ein unerschöpflicher Gesprächsstoff. Kaum erwähnt Doris, dass sie die Kätzchen gefilmt hat, ist die Nachbarin ganz begeistert. Das ist ja toll, das möchte sie sehen und ihr Mann sicher auch. So verabreden sie sich für den Abend. Es wird auch langsam Zeit, dass man sich mal besser kennenlernt. So ein Videoabend kann etwas sehr Verbindliches sein. Man kommt zwanglos ins Gespräch, trinkt eine Flasche Wein zusammen oder auch zwei und plaudert nett unter Nachbarn. So ähnlich stellen Heiner und Doris sich das jedenfalls vor. Der Wein steht bereit, alle sitzen auf dem Sofa und Heiner schließt die Kamera an den Fernseher an. Die Kassette ist noch drin, fragt er, und Doris nickt nur. Sie stoßen gemeinsam an, knabbern Salzgebäck und Nüsse, amüsieren sich ein bisschen über die Kätzchen. Es ist alles so, wie sie sich ausgemalt haben. Zumindest eine ganze Weile lang. Doris weiß nicht mehr genau, wie viel sie aufgenommen hat. Irgendwann wird der Film zu Ende sein und so ist es auch. Nur, dass jetzt der Bildschirm leicht schwarz wird, sondern plötzlich Doris und Heiner splitternackt und stöhnend in eindeutige Situation zu sehen sind. Doris verschluckt sich, die Nachbarin macht einen erschrockenen Kiekser und Heiner ruft erschrocken: Du hast eines unserer Bänder überspielt. Die Nachbarin stellt fest, dass es schon sehr spät ist und sie leider nicht mehr austrinken können. Dann verabschieden sie sich höflich und rasch. Heiner und Doris streiten noch ein Weilchen, weil Doris nicht aufgepasst und Heiner wieder mal vergessen hat, ein Band zu beschriften. Eigentlich haben beide recht und an diesem Abend haben sie auch keinen neuen Film gedreht. Die Freundschaft zwischen den beiden Familien ist seitdem erkaltet. Sogar Kater Felix soll sich eine neue Freundin gesucht haben. Oh Mann, das muss ja wirklich peinlich sein. Man lade die Nachbarn ein zu einem netten Filmchen und ja, auf einmal sehen sie dann einen nackt auf dem Bett, wie man es halt eben gerade treibt. Das kann natürlich sehr, sehr peinlich sein, sowas. Das muss nicht sein. Aber eine coole Geschichte. Okay, dann die nächste. Die dekorierte Geliebte. Zu den gängigen Tipps für ein zufriedenstellendes Sexualleben, auch in längeren Partnerschaften, gehört das Prinzip Abwechslung. Wer sich immer nur Samstagabend bei ausgeschalteter Deckenlampe im Bett amüsiert, wird meist nicht lange aneinander Freude haben. Diese fulminante Erkenntnis, möchte eines Tages auch Susanne B. für sich und ihren Lieben ausnutzen. Und sie verabschiedet sich also 2 Stunden früher als sonst aus dem Büro und verwandelt sich zu Hause auf dem Küchentisch in ein unbekleidetes Kunstwerk, dekoriert mit Weintrauben, Sahne und Honigüberzug. Nur, ihr Mann macht Überstunden, ausgerechnet heute. Susanne B. liegt also da, malerisch hingegossen auf dem Tisch. Eine gefühlte halbe Stunde lang. Zuerst wird ihr kalt, dann wird sie hungrig. An Nahrungsmitteln herrscht es ja kein Mangel. Sie beginnt also mit der ersten Sahnehaube. Dann ist die zweite an der Reihe, dann die dritte. Als nächstes sind die Weintrauben dran. Gegen das Frieren hilft es zwar nicht, aber wenigstens ist der Hunger jetzt weg. Weg ist auch die Hälfte der Weintrauben, als sie schließlich doch noch den Schlüssel im Türschloss hört. Aber da ist noch ein weiteres Geräusch. Stimmen. Die ihres Mannes und eine zweite. Zum Aufstehen ist keine Zeit mehr. Etwas anziehen mag sie sich schon wegen des vielen Honigs an Bauch, Brust und anderen Körperstellen nicht. Dann geht alles ziemlich schnell. Ihr Mann betritt die Küche, hinter ihm ein weiterer Mann, den Susanne jetzt als seinen Vater identifiziert. Dann landen 2 oder 3 Geschirrhandtücher auf dem kompromittierendsten Teilen ihres Körpers. Wie sie vom Küchentisch ins Bad unter die Dusche kommt, auf welche wundersame Weise eine komplette Garnitur Kleidung dort neben der Duschkabine landet, daran kann Susanne B. sich nicht einmal mehr erinnern. Sie weiß nur, dass ihr Schwiegervater ihr und dem Mann später beim Café eigenartige Blicke zuwirft. Möglicherweise ist sogar etwas Neid darin zu erkennen, aber so sicher ist sie sich dann nicht mehr. Ja, da liegt man nackt auf dem Küchentisch, erwartet den Mann und auf einmal kommt der Mann mit dem Vater nach Hause. Das ist natürlich ein wenig peinlich. Gut, weiter geht's mit der nächsten Geschichte. Paarungseignung. Ob die Deutsche Bahn für Pünktlichkeit steht oder nicht, das wollen wir an dieser Stelle lieber nicht diskutieren. Sagen wir, sie tat es mal. Dafür macht sie seit Neuestem mit etwas ganz anderem Schule.
nämlich mit originellen Durchsagen. Eine davon ließ neulich in der Presse vor allem durch die Folgen aufhorchen, die sie danach sich zog. Über das, was sie sich hinter verschlossener Tür abgespielt hat, konnte die Presse zwar nachträglich nur mutmaßen, wir haben uns aber die Freiheit genommen, einige Details, so wie sie gewesen sein könnten, zu ergänzen. Bitte beachten Sie, dass unsere Toiletten nicht paarungsgeeignet sind. Diesen Hinweis hören die Passagiere beim ICE von Frankfurt nach Amsterdam. Unter ihnen ist auch ein junges Pärchen. Da unsere Zeitungsquelle zu dem Namen keine Angaben macht, nennen wir die beiden Heinrich und Jenny. Sie haben eine Abneigung gegen Konventionen und einen gesunden Hang zum Trotz. Also beschließen sie gerade das zu tun, was verboten ist. Außerdem mag unser Paar Sex an ungewöhnlichen Orten. Gedacht, getan. Beide machen sich mit Sicherheitsabstand auf den nächsten Abort und zwar beide zum selben. Jenny schlüpft rein, dann folgt Heinrich, zieht die Tür zu und ab geht die Lucy. Der ungewöhnliche Ort ist schon da. Jetzt fehlt nur noch die ungewöhnliche Praktik. Jenny zückt zwei Paar Handschellen, während Heinrich die Hose fallen lässt und kettet jeweils eine Seite an ihre Handgelenke. Gymnastik soll ja gesund sein, kichert sie und schließt die andere Seite um Heinrichs Fußfesseln. Derart bequem verschnürt setzt sie sich auf die Toilette. Also er auf den Klodenkel und sie auf ihn. Dummerweise haben die beiden nicht mit der Putzfrau des ICE gerechnet, die das Pärchen beim Zuziehen der Tür beobachtet hat. Die Dame hat viel Sinn für Humor, aber das geht anscheinend entschieden zu weit. Sie bollert gegen die Klote und tönt mit einem Organ, von dem jeder Unteroffizier der Bundeswehr kuschen würde. Hey, Sie, raus da! Sie haben doch die Durchsage gehört! Ihr Getöse löst eine ganze Reihe von Kausalverläufen aus. Links von der Toilette sitzt nämlich eine Abi-Klasse aus Rüsselsheim, die schon ordentlich getankt hat. Und rechts befindet sich ein Fußball-Fanclub, der schon 3 Tage nicht mehr nüchtern war. Von beiden Seiten stimmt es jetzt Jolen zur Toilette. Die wichtigste Folge des Polterns jedoch, Heinrich und Jenny erschrecken sich so, dass sie durch den Sitz in die Toilette einbrechen. Heinrich sitzt fest, Jenny auf ihm und der Schlüssel zu den Handschellen liegt unerreichbar auf dem Waschbecken. In diesem Moment tritt ein selbsternannter Hilfs-Sheriff aus der Reihe der Fahrgäste auf den Plan. Kurz entschlossen tritt er die Tür ein, um dem nicht ordnungsgemäßen Geschlechtsverkehr Einhalt zu gebieten. Das Resultat? Eine johlende Menge aus postpubertierenden Abiturienten und begeisterten Fans, die etwas wie Goal grölen und eine prustende Putzfrau, die dem Paar unter Lachkrämpfen den Schlüssel für die Handschellen reicht und ein Zugführer, der den Scherz mit den paarungsungeeigneten Toiletten nie wieder holt haben soll. Ja, die haben dann wohl absichtlich sich gedacht, na gut, wenn das verboten ist, dann mache ich das hier natürlich absichtlich. Ja, so ist das halt eben. Okay, gut, dann lesen wir mal hier schön weiter. Sex haben die Menschen normalerweise zu zweit. Mal schenken sie sich Zärtlichkeit und Hingabe, mal wollen sie es etwas heftiger. Und manchmal wollen sie es auch ganz neue und exotische Stellungen ausprobieren. Das ist alles schön und spaßig und bringt ein bisschen Würze ins Leben. Doch sollte man den Verstand nicht völlig ausschalten. Denn wenn die Hormone die Herrschaft übernehmen, dann bleibt die Vorsicht hin und wieder außer Acht. Nun sind wir alle ja nicht zerbrechlich und etwas auffassend möchte der eine oder andere beim Liebesspiel schon. Sturm und Leidenschaft fegen über uns hinweg und beim Sex entdeckt so manche, dass er noch viel beweglicher ist, als er glaubt. Aber gerade die Geschlechtsorgane gehören doch zu den eher empfindlichen Teilen des menschlichen Körpers und auch die Beweglichkeit sollte man nicht überschätzen. Unfälle beim Sex zu zweit können an alle möglichen und unmöglichen Orte vorkommen, wie Sie im Folgenden feststellen werden. Und sie können bei jeder erotischen Variante auftreten. Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl an besonders häufigen oder besonders originellen Missgeschicken, aber nicht alles ist lustig. Es gibt in diesem Kapitel auch Todesfälle zu verzeichnen. Seien Sie gewarnt. Und es wird auch zum ersten Mal eine prominente Persönlichkeit im Mittelpunkt eines authentischen Falles stehen. Und um wen es sich dabei handelt, werden wir an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten. Das heißt, das sage ich euch noch nicht, Leute. Das ist hier nur ein kleines Vorwort für das, was als nächstes passieren wird. Und wir fangen einfach mal mit der ersten Geschichte jetzt schnell an, bevor ich das Restliche noch weiterlese und bevor dieser Part hier zu Ende ist. Und wir fangen an mit Platz Nummer 10. Das ist eine kurze Geschichte, also jetzt ein neues Unterkapitel.
Und zwar am häufigsten ist der Sex im heimischen Bett. Das weiß auch die Möbelindustrie und berücksichtigt daher, dass im Bett nicht nur geschlafen wird. Welche Belastungstests vor der Auslieferung eines Models stattfinden, wissen wir nicht. Dass sie aber nicht immer ausreichend sind, davon kann so mancher oder so manche ein Lied singen. Liliane F. zum Beispiel. Liliane F. ist Single und will auch keine feste Beziehung. Ihr Bett hat deshalb schon so manchen Besucher kennengelernt, bis es eines Nachts genug davon hat. Da nämlich bringt Liliane einen Berg von Mann mit nach Hause. Er ist witzig, er ist zärtlich und er ist schwer. Dennoch ist er ein sehr beweglicher und schwungvoller Liebhaber. Etwas zu schwungvoll vielleicht, denn unter den geschätzten 120 Kilo Lebendgewicht gibt das Bett gerade im Augenblick, als er am schönsten wird, den Geist auf. Als der Liebhaber mit lauten Stöhnen den Höhepunkt erreicht, gibt es einen lauten Knall und der Lattenrost bricht entzwei. Unangenehm, doch das Timing ist perfekt. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Wir machen jetzt hier noch die letzte Geschichte. Das wird jetzt zwar ein bisschen weitergehen und das Gameplay wird halt nicht ausreichen, aber das ist egal. Wir horchen uns noch die letzte Geschichte an. Wenn beim Geschlechtsverkehr Blut ins Bett gelangt, dann liegt es meistens daran, dass das Mädchen noch Jungfrau war. In der heutigen Zeit kann man wohl davon ausgehen, dass junge Menschen vorher miteinander darüber sprechen. Wenn also ein Mädchen keine Jungfrau mehr ist und nicht ihre Tage hat. Und da trotzdem Blut ist, dann hat sie entweder gelogen oder sie beide haben ein Problem. So geht es einem jungen Pärchen, das seine Schrecken hinterher in einem Ratgeberforum zum Besten gibt. Svenja und Niklas gehen noch zur Schule und sie sind verliebt ineinander. So verliebt, wie man es nur beim ersten Mal ist. Und als sie zum ersten Mal miteinander schlafen, sind sie entsprechend aufgeregt. Vor allem Niklas, denn für ihn ist es tatsächlich das erste Mal. Sie beginnen es langsam und dann vergessen sie Raum und Zeit. Beim Eindrücken stellt Niklas sich zunächst etwas ungeschickt an, doch dann stößt er zu. Er fühlt keinen kleinen kurzen Schmerz, der aber in Überschwang seiner Gefühle schnell verschwindet. Und dann ist er plötzlich der Schreck, als er Blut an seiner Hand sieht. Die beiden trennen sich und setzen und sehen mehr Blut. Es stellt sich schnell heraus, dass Niklas der Urheber ist und so peinlich es den beiden ist, ziehen sie sich doch schnell an und lassen sich mit einem Taxi ins Krankenhaus bringen. Niklas stopft vorher seine Hose mit Verbandszeug regelrecht aus. So schlimm die Befürchtungen der beiden zuerst waren, so glimpflich geht es am Ende doch aus. Was ist geschehen? Ein Fall, der gar nicht so selten vorkommt, wie jeder Urologe weiß, ist der Riss des Vorhautbändchens, des sogenannten Frenulums. Meine Güte, wie heißt denn der Scheiß? Des sogenannten Frenulums. Besonders bei Jungen, die noch keinen oder erst selten Geschlechtsverkehr hatten, kommt das immer wieder vor. Dann ist natürlich auch die Aufregung besonders groß. Dabei ist diese Verletzung relativ ungefährlich, wenn sie auch ziemlich stark blutet. In jedem Fall sollte man schnellstmöglich zum Arzt gehen und eine kleine Flasche und keine falsche Scham zeigen. Nicht eine kleine Flasche. Das Bändchen kann unter örtlicher Betäubung rasch genäht werden. Vertraut man jedoch auf die Selbstheilung der Natur, dann besteht die Gefahr einer Narbenbildung, die später sehr lästig und störend werden kann. Gut, Leute, auch wenn ich mich hier ein bisschen verhaspelt habe und ich glaube, dass ich eine Geschichte doppelt erzählt habe, die im letzten Part schon da war, hoffe ich, dass es euch dennoch gut gefallen hat und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe von Witzige Sexgeschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Ciao.